Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zur Hessenschau am Samstagabend. Das Ende einer heißen politischen Woche, in der das Thema Nachrüstung noch einmal ganz oben anstand, bevor übermorgen am Montag die zweitägige Debatte darüber im Bundestag beginnt. In Köln steht seit heute Nachmittag nun auch der Kurs der SPD offiziell fest. Wie erwartet stimmten die etwa 400 Delegierten auf dem Sonderparteitag fast geschlossen für ein Nein zur Nachrüstung. Es gab nur 15 Gegenstimmen. In Hessen wurde bereits am vergangenen Donnerstag gegen die Nachrüstung gestimmt. Der Hauptausschuss des Parlaments in Wiesbaden verabschiedete mit den Stimmen von SPD und Grünen eine Beschlussempfehlung für den Landtag. In der kommenden Woche wird Hessen also mit ziemlicher Sicherheit das zweite Bundesland nach Bremen sein, das die Stationierung eurostrategischer Waffen ablehnt. Hessische Delegierte waren natürlich auch auf dem großen SPD-Sonderparteitag in Köln vertreten. Über die Stimmung dort zur Nachrüstung nun unser Film. Die 30 Delegierten des zweitgrößten sozialdemokratischen Bezirkes aus Hessen Süd und Hessen Nord konnten diesen Sonderparteitag mit Gelassenheit über sich ergehen lassen. Sie hatten die Nachrüstungsfrage bereits in der Vergangenheit politisch bewältigt und eine weitere Raketenaufstellung auf ihren Bezirksparteitagen mit großer Mehrheit abgelehnt. Aus hessischer Sicht zog die Bundespartei jetzt in Köln nur nach. Keine Überraschung also, dass der Frankfurter Carsten Vogt, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, vor der Aufstellung von amerikanischen Mittelstreckenraketen warnte, gleichzeitig aber die Zugehörigkeit der Bundesrepublik zur NATO unterstrich. Die Zugehörigkeit aber zur NATO entspricht sowohl der geografischen Lage als auch der Geschichte, als auch den Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Wir können und sollten nicht aus diesem Bündnis aussteigen, sondern wir sollten versuchen, die Politik des Bündnisses im Sinne unserer friedenspolitischen Vorstellung zu beeinflussen. Allerdings am Rande dieses Parteitages standen die Hessen wegen eines ganz anderen Themas im Mittelpunkt. Die grün-roten Gespräche in Wiesbaden wurden gestern und heute in den Kölner Messehallen lebhaft diskutiert. Und zumindest mit den Hamburgern konnten die Hessen in dieser Frage praktische Erfahrungen austauschen. Parteichef Willy Brandt aber lobte zunächst einmal die Genossen aus Bremen und Hessen für die guten Wahlergebnisse vom September. Es ist gut, dass insoweit auch unter dem Eindruck, wie kümmerlich sich die Bonner Wende und die Bonner Wender darstellen, dass insoweit sich die Urteile wieder eingependelt haben und mehr Realismus Platz gegriffen hat. Unsere Freunde in Bremen mit Hans Koschnick und in Hessen mit Holger Börner, ich muss das auch noch mal sagen dürfen, haben zu diesem Stimmungsumschwung sehr, sehr viel beigetragen. Dass das Thema grün-rotes Bündnis in der SPD trotz dieses Lobes immer noch höchst sensibel behandelt wird, machte Fraktionschef Hans-Jochen Vogel deutlich. Gegenüber der Hessenschau wollte er dazu nicht Stellung nehmen. Soweit der Sonderparteitag der SPD in Köln und nun nach Bad Hersfeld, wo heute der CDU-Kreisverband Hersfeld-Rotenburg zu einer Friedenskundgebung aufrief. Vor allem, um noch einmal die Positionen der CDU klarzustellen. Bekenntnisse zum NATO-Doppelbeschluss sowie ein klares Ja zur geplanten Stationierung von Cruise Missiles und Pershing 2-Raketen standen heute im Mittelpunkt einer Friedensveranstaltung der CDU in Bad Hersfeld. Das Nein der SPD zur Nachrüstung bezeichnete der CDU-Generalsekretär Heiner Geißler dabei als Schritt zu einer Außenpolitik, die den bundesdeutschen Rechtsstaat vom westlichen Bündnis isoliere. Die SPD, so Heiner Geißler, stelle sich mit ihrer Haltung an die Seite der Kommunisten in Italien und Frankreich. Dadurch, dass die westlichen Länder diesen NATO-Doppelbeschluss gefasst haben, ist es überhaupt erst möglich gewesen, die Sowjetunion an den Verhandlungstisch zu bringen. Ohne NATO-Doppelbeschluss gäbe es keine Verhandlungen in Genf. Auch den Atomraketen sei es zu verdanken, so Heiner Geißler weiter,